Hallo meine Freunde und herzlich willkommen bei meinem neuen Video, bei meinem mittlerweile schon 13. Video, Freunde. Und wir spielen Sims 3 an diesem verregneten Sonntag. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, Sims 3 heute, ein neuer Teil, wo ich mich persönlich auch sehr drauf gefreut habe. Der erste Teil, also die erste Folge hat mir selber auch schon viel Spaß gemacht, da war ich gespannt, was jetzt passiert. Und ich würde sagen, wir gucken erstmal, was sich hier in der Nachbarschaft so abspielt, Freunde. Also man muss ja sagen, das ist ja hier eine relativ ruhige Gegend, viel Natur. Und auch, ich glaube, sehr wohlhabend hier, unsere Nachbarn. Also große Häuser hier. Also das sieht schon sehr gut aus. Ich würde sagen, ein Dorf wie aus einem Märchenbuch, Freunde. Hier haben wir noch am Rande gelegen einen kleinen See. Ich denke mal für die Anglerbegeisterten unter euch. Und der Zeitungsjunge ist hier wohl auch eingetroffen. Macht hier seinen Rundgang. Ja, und wie das scheint, hat William sich hier direkt schon super eingelebt und knüpft schon mal die ersten Kontakte. Also die scheinen sich auch wohl super zu verstehen. Also was ich auch sagen muss, was mich persönlich an diesem Spiel total begeistert ist, dass das hier alles so friedlich und harmonisch wirkt. Und ja, William steht hier, ich sag mal, wie ein Ochs vom Berg vor seinem Haus. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein in die gute Stube und schauen mal, was uns hier so erwartet, Freunde. Mit großen Schritten Richtung Heim. Blub, und da läuft er. Wollen wir nochmal schauen, was der Kühlschrank so hergibt. Brunch essen, Brunch servieren, Snack essen. Gucken wir erstmal rein, was uns da denn erwartet. Wir haben hier Würstchen im Angebot, Freunde. Eier, Anzahl 3. Kopfsalat. Und Käse. Ich würde sagen, dann nehmen wir, machen wir uns mal gucken. Vielleicht kann man sich ein Spiegelei braten davon. Nehmen. Irgendwie hat das nicht geklappt, Freunde. Dann würde ich sagen, gucken, machen wir einfach mal. Nehmen wir uns einen kleinen Snack, führen wir uns zu Gemüte. Wow. Oh, und dann hat geklingelt. Es sind ein paar Nachbarn vorbeigekommen. Tja, die sind auch wohl neugierig, wer der nette Herr von nebenan denn ist, der Neue. Und auch klasse, die Fantasiesprache finde ich total lustig. Gut gemacht. Oh. So, nach einer kurzen Begrüßung würde ich sagen, kommt doch einfach mal rein, Freunde. Ich habe noch zwar keine Möbel, aber so müsst ihr wohl erstmal hier mitten im Flur rumstehen. Aber da gibt's auch Schlimmeres. Also man sieht auch hier die Gedanken von den Leuten. Also sie denken jetzt erstmal nach, was ist das denn? Wer ist denn der Herr hier? Also auch schon Herzen über ihrem Kopf. Der Altersunterschied scheint für sie wohl keine allzu große Rolle zu spielen. Oder ich werde einfach mal jünger geschätzt. Ich weiß es nicht, Freunde. Was habe ich denn jetzt angeklickt? Ich glaube, das wollte ich gar nicht. Also die sind ein bisschen albern, muss ich sagen. Oh, jetzt ist er am Schimpfen gewesen. Das war nicht meine Absicht. Ich will mir ja nicht direkt am ersten Tag schon Feinde machen.
Dann begrüßen wir uns lieber erstmal schnell freundlich. Und da sind auch schon die Pluszeichen über den Köpfen wieder. Also das scheint wohl ein gutes Zeichen zu sein. Und er fällt einfach mal um. Was ist da denn passiert? Ja, das findet sie lustig, ne? Aber mal umgekippt, was ein Spaß. So, ich würde dich bitten zu gehen. Dann wird mir dann doch ein bisschen zu anstrengend bei euch hier. Ja, dann seht mal zu, Freunde, dass ihr jetzt mein Haus verlasst. Ich habe nämlich noch so ein bisschen Hunger. Ich muss sagen, mein Gaumen ist jetzt noch nicht so 100% befriedigt gewesen gerade. Deswegen will ich mal schauen, ob wir uns noch was zu essen machen können. Wenn man jetzt mal und da telefonieren scheint, wohl hier die Hauptbeschäftigung zu sein. Brot mit Marmelade. Dann doch lieber die Dosensuppe. Ja, wir laufen ganz gemütlich. Wir haben keine Eile. Und anscheinend hat der William hier im örtlichen Supermarkt auch schon einige Reserven und Vorräte eingekauft. Ja, wo geht er jetzt denn hin? Er setzt sich mit dem Dosen. Was ist das denn? Sieht er auf Klo, Freunde? Das ist ja mal was. Ja gut, wir haben ja auch noch keine Möbel. Was bleibt Ihnen anderes übrig? Egal, es schmeckt und da ist es egal, wo wir essen, Freunde. Er wird heute einfach mal ausnahmsweise auf dem Klosett gespeist. Und zack, ist er auch schon fertig. Und auch abgewaschen wird anscheinend hier im Becken, im Badezimmer, im Waschbecken. Er muss noch mal kurz was loswerden. Ja, also das Genital ist dann wohl hier zensiert worden. Aber das sind ja auch Dinge, wo man das nicht unbedingt jetzt sehen muss. Noch schön spülen und den Klodeckel runter. Ja, und direkt wieder zum Handy gegriffen. Das ist hier seine absolute Lieblingsbeschäftigung, Freunde. Und Hunger hat er auch schon wieder. So, und ich würde sagen, Freunde, das ist das für diese Folge erstmal wieder gewesen ist. Ich weiß, ihr habt euch längere Folgen gewünscht. Das wäre auch eigentlich kein Problem. Bei mir ist allerdings das Internet so ein bisschen am Rumzicken. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich werde da im Laufe der Tage auch nochmal bei der Telekom anrufen. Also ich habe, glaube ich, beim letzten Video ungefähr 15 Anläufe gebraucht, bis das Video hochgeladen war, weil mein Internet immer wieder am Abbrechen ist. Also das kann es natürlich nicht sein. Und das ist gerade, wie gesagt, beim Video hochladen, umso länger die Videos sind, umso größer die Dateien, umso kniffliger ist das hier auch mit der Hochladerei. Deswegen habe ich gesagt, mache ich erstmal kurze Folgen, Freunde. Dafür aber dann in der Woche, ich sag mal, ein Video mehr. Ne? Ansonsten, wie gesagt, schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Und vergesst nicht, Freunde, zum Zocken ist man nie zu alt. Euer Wilhelm.